Der Großschriftsteller ist der Nachfolger des Geistesfürsten und entspricht in der geistigen Welt dem Ersatz der Fürsten durch die reichen Leute. Einem Ersatz, der sich in der politischen Welt vollzogen hat. So wie der Geistesfürst zur Zeit der Fürsten, gehört der Großschriftsteller zur Zeit der Großkampftage und des Großkaufhauses. Er ist eine besondere Form der Verbindung des Geistes mit großen Dingen. Das Mindeste, was man von einem Großschriftsteller verlangt, ist darum, dass er einen Kraftwagen besitzt. Er muss viel reisen, von Ministern empfangen werden, Vorträge halten, den Chefs der öffentlichen Meinung den Eindruck machen, dass er eine nicht zu unterschätzende Gewissensmacht darstelle. Er ist Manager des Geistes der Nation, wenn es gilt, im Ausland Humanität zu beweisen, empfängt, wenn er zu Hause ist, notable Gäste und hat bei alledem noch an sein Geschäft zu denken, das er mit der Geschmeidigkeit eines Zirkuskünstlers machen muss, dem man die Anstrengung nicht anmerken darf. Denn der Großschriftsteller ist keineswegs einfach das Gleiche wie ein Schriftsteller, der viel Geld verdient. Das gelesenste Buch des Jahres oder Monats braucht er niemals selbst zu schreiben. Es genügt, dass er gegen diese Art der Bewertung nichts einzuwenden hat. Denn er sitzt in allen Preisgerichten, unterzeichnet alle Aufrufe, schreibt alle Vorworte, hält alle Geburtstagsreden, äußert sich zu allen wichtigen Ereignissen und wird überall gerufen, wo es zu zeigen gilt, wie weit man es gebracht hat. Denn der Großschriftsteller vertritt bei allen seinen Tätigkeiten niemals die ganze Nation, sondern gerade nur ihren fortschrittlichen Teil, die große, beinahe schon in der Mehrheit befindliche Auserlesenheit. Und das umgibt ihn mit einer bleibenden geistigen Spannung. Es ist natürlich das Leben in seiner heutigen Ausbildung, das zur Großindustrie des Geistes führt, so wie es umgekehrt die Industrie zum Geist, zur Politik, zur Beherrschung des öffentlichen Gewissens drängt. In der Mitte berühren sich beide Erscheinungen. Das Unvergleichliche an Musil, also auch das, was es unmöglich macht, ihm aus dem Weg zu gehen, ist eigentlich eher eine formale Sache, nämlich dass er den Roman, der ja irgendwie von seiner Form her ein abgedackelter Schlauch ist, die Romanform, in der jeder irgendwas anderes hineinfüllt, aber es bleibt dieselbe Romanform, dass er die Romanform durch seinen sogenannten Essayismus, durch die essayistische Reflexion ausgedehnt hat und bei aller Skepsis des Erzählens oder dem Erzählen gegenüber, das Erzählen ist ja nur eine Variante von Sinnstiftung, eine andere neue Form von Erzählung gefunden hat. Das heißt, wer immer sich mit Roman beschäftigt und Romane liest, kann ja weder dem Ulysses ausweichen, noch kann er der Suche nach der verlorenen Zeit ausweichen, aber er kann auch den anderen Eigenschaften nicht ausweichen. Wobei man sagen muss, dass es Menschen gab, die das ablehnten. Also Walter Benjamin zum Beispiel hat in einem Brief geschrieben, er liest sowas nicht, denn gescheit, sagte Benjamin, bin ich selber. Also die Veränderung von Literatur und von Ästhetik durch die Reflexion ist natürlich ein riskantes Spiel. Und wenn es irgendwo gelungen ist,
dann im Mann ohne Eigenschaften, über den man natürlich sagen muss, es ist ein Fragment geblieben, und dass es ein Fragment geblieben ist, ist mir sympathisch, weil ich Fragmente schätze, aber es gibt naturgemäß die Einwände, der Bursche konnte nicht aufhören. Ein Roman hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und ist nicht eine unaufhörlich sprudelnde, niemals abgeschlossene Problematik. Das ist nicht meine Ansicht, aber das ist eine Ansicht, die geäußert wird. Und an den Feinden wachsen natürlich auch solche Texte. Also wenn man versteht, warum das, oder wenn man, sagen wir, eine Theorie dafür hat, warum das fragmentarisch hat bleiben müssen, dann kommt man ganz gut zurecht mit diesem Fragment, nicht? Und ich würde mal sagen, fragmentarisch hat es bleiben müssen, weil wenn jemand einen Roman über den Ersten Weltkrieg und über dessen Zustandekommen schreibt und es passiert, während er schreibt, bereits der Zweite Weltkrieg, dann sieht man, dass es einfach Dinge gibt, mit denen man nicht fertig werden kann. Nicht? Und die Literatur in ihren stabilen oder mehr oder weniger stabilen Gattungen, die wird immer fertig. Nicht? Der Zauberberg ist fertig und man kann durchaus im musischen Sinne sagen, der Thomas Mann, er redet immer, immer über das Problem des Romans und über das Problematische am Roman und schreibt dann noch einen anderen fertig. Ich glaube, dass es nichts Blöderes gibt als das, was mit diesem Titel gemacht wurde. Man hatte einen Politiker, der hatte natürlich in einer Bank ein Ausgedinge fand, dem hat man nachgesagt, er wäre ein Mann ohne Eigenschaften. Man muss diese Eigenschaftslosigkeit in einer schmerzlichen Ambivalenz verstehen. Einerseits muss man verstehen, dass es eine Erfahrung des musischen Jahrhunderts war, dass Menschen offenkundig grenzenlos formbar sind. Die marschieren in den Krieg, und das gilt für den Musil selber, der hat nämlich kriegshetzerische Aufsätze geschrieben, die sich gewaschen haben. Die marschieren in den Krieg, die werden zu Bestien, die sind also unendlich formbar. Aber diese Formbarkeit hängt vielleicht damit zusammen, dass der Glaube an Eigenschaften, also an feste, stabile, charakterliche Grundwerte dazu führen, dass man sich gegen, und ich sage das jetzt etwas ironisch, gegen den Ansturm des Lebens, das ja irgendwas undifferenziert Großartiges an sich hat, dass man da versucht, sich mit Eigenschaften zurechtzufinden. Also Eigenschaften sind etwas Überholtes. Und dann das Paradox. Der Mann ohne Eigenschaften ist auf jeden Fall ein Mann, der nicht die Eigenschaft haben darf, keine Eigenschaften zu haben. Das wird natürlich thematisiert. Und insofern muss man sagen, die grenzenlose Blödheit eines Journalismus, der nicht aufhört, Mann ohne Eigenschaften an irgendwem draufzubicken, der ihm nicht passt, ist eigentlich etwas, wo man mit Musil in den Bart hineinlächeln kann. Nämlich, dass sie so verstehen und nicht anders, ist im Begriff der Eigenschaftslosigkeit und in der Ironie, die damit zusammenhängt, ja enthalten. Daran, dass man bei Musil an vielen Stellen das Gefühl hat, er kommentiert unsere Gegenwart, daran ist wohl schuld, unter anderem, dass Geschichte selber irgend so etwas ist, mit Fallen und Konflikten, die wie die Schläfer im Spionageroman existieren
und die dann plötzlich zu erwachen scheinen. Und etwas, was die sich mit Musil sehr, sehr eng befassen und intensiv befassen, das ist der Gewinn an einer solchen engen Fassung, das ist, dass sie nicht gerne hören, dass Musil sowas wie ein Erfinder der sogenannten Postmoderne ist. Nicht, also will hier Luhmann zitieren, der sagte, er kennt keine Postmoderne, er kennt nur die moderne Post. Mag sein, aber die Tatsache, dass eine Gesellschaft kein Zentrum mehr hat, das kommt im Mann ohne Eigenschaften auf seltsame Weise vor. Denn da bemühen sich ja Leute bei der sogenannten Parallelaktion, man möge lesen, was das ist, ein Zentrum für die Gesellschaften zu finden. Und das Problem ist, dass jeder nicht nur nach seinem Geschmack, sondern nach seinem Beruf die Welt ordnet. General Stumm von der Bordwehr oder wie er heißt, ordnet die Welt nach militärischen Prinzipien, nicht? Der Beamte des Außenministeriums Leinsdorf nach Prinzipien, na sagen wir mal, des Ministeriellen. Also niemand hat einen Sinn für das Ganze und jeder aber behauptet, dass sein Partialsinn das Ganze im tiefsten und im eigentlichsten Sinne betrifft. Und dann ist das eine merkwürdige Welt, in der die technische und die moralische Praxis hoffnungslos auseinanderklaffen. Also technisch ist alles großartig und entwickelt sich unglaublich und die Wissenschaft und so fort. Aber die moralischen Möglichkeiten des Menschen und damit auch die politischen Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass Politik und Moral miteinander identisch sind, aber dass es moralische Visionen in der Politik gibt und politische Visionen in der Moral. Die kommen nicht wirklich mit diesen Veränderungen. Nicht? Und dieses Nicht-Mitkommen mit diesen Veränderungen haben wir jetzt erst recht. Und die musische Formulierung, wir leben in einer Übergangszeit und werden wahrscheinlich bis zum Ende aller Zeiten in einer Übergangszeit leben. Das ist ein Diktum, das kann man jeden Morgen beim Aufstehen, wenn man nicht gerade in der wunderschönen Natur des Talhofs ist, empfinden. Also was immer gut ist, ist Frische. Frische ist immer gut, vor allem wenn man in dekadenten Kulturen lebt. Also in Kulturen, die nicht zuletzt, siehe Nietzsche, daraus bestehen, die Kultur zu kritisieren, dass sie eben dekadent ist. Dass in ihr der Wille zur Macht oder der Wille zur Kraft abgestumpft ist. Und da ist jeder Moment der Frische, wunderbar. Sommer ist überhaupt wunderbar, wenn man einen kühlen Ort findet, um die übertriebene Hitze auszuhalten. Aber man muss sagen, wir leben ja in einer Gesellschaft mit einem verheerenden Winter. Es gibt zwar die Wintersportler und das entsprechende Gekrächz, Skifahren, ja gut, Skifahren, aber der Winter wird für den Menschen ab 55 hier in diesen Gegenden zu einer Härte. Also was soll es Schöneres geben als Sommerfrische? Und plötzlich fand Arnheim, der Finanzmann,
möglicherweise angeregt von leichten Auflösungserscheinungen, welche die Liebe in ihm hervorrief, die Gegend, wo der erlösende und die geistigen Verwicklungen ordnende Gedanke zu suchen sei. Er hing irgendwie in sympathischer Weise mit der Vorstellung gesteigerten Umsatzes zusammen. Ein gesteigerter Umsatz an Gedanken und Erlebnissen ließ sich dieser neuen Zeit nicht absprechen und musste schon als natürliche Folge aus der Vermeidung zeitraubender geistiger Verarbeitung entstehen. Er dachte sich das Zeitgehirn durch Angebot und Nachfrage ersetzt, den umständlichen Denker durch den regelnden Kaufmann. Und er genoss unwillkürlich das ergreifende Schauspiel einer ungeheuren Produktion von Erlebnissen, die sich frei verbinden und lösen, einer Art nervösen Puddings, der bei jeder Erschütterung in allen Teilen zitterte, eines riesigen Tamtams, das ungeheuer dröhnte, wenn man es auch nur im leisesten berührte.